Willkommen zurück bei Pokémon Gold. Ich wünsche euch allen erstmal frohe Ostern nochmal nachträglich. Ja gut, wir haben heute Ostermontag, aber naja, auch gut. Im Namen von Bisa-Fans und von mir und von ganz YouTube wünsche ich euch einfach frohe Ostern, dicke Eier, wünscht Familie Prickelmeier, nein Spaß. Im letzten Part habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ein bisschen, Kommentation für den Poppes war. Und ja, es lag daran, dass ich mal zu Hause aufgenommen habe, wenn meine Eltern da sind. Und das kann ich einfach nicht. Ich entschuldige mich dafür nochmal, dass das ein bisschen komisch war, aber na gut, the show must go on. Und somit setzen wir unseren nächsten Part hier fort in Viola City, der Stadt der komischen Dinge. Was gibt es in Viola City großartig zu tun? Wir haben hier, wie man sieht, unsere allererste Arena. Und ja, mein Vogel ist mal mit im Hintergrund. Dann haben wir sonst noch eine Trainerschule hier. Und wir haben das, was mir ein bisschen jetzt Kopfzerbrechen bereitet, noch vor uns. Denn wir haben hier vor uns den Knofensa-Turm. Und ja, ihr könnt euch denken, warum. Knofensa-Turm und Kanimani vertragen sich absolut nicht. Und naja. Ich werde mal gucken, wie wir uns hier drin schlagen. Also gehen wir mal rein in den Knofensa-Turm. So. Und ich muss mal ganz kurz den Vogel abdecken. Bist du draus geschnitten, keine Angst. So. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich es rausschneide jetzt. Mal gucken. Wie schlägt sich denn Krokodok jetzt hier im Knofensa-Turm? Ich finde die Kampfmusik einfach so geil. Die ist einfach so genial. Das ist Kurt, oder? Nein, Eckhart, genau. Der weiße Eckhart! Eckhart! Okay, Knofensa Level 6 müsste das sein. Ah, Level 3. Das, ja doch, das könnte sogar noch zu machen sein. Gucken. Und nee. Das Dumme ist halt, dass diese Knofensa wirklich nur Rankenhieb können. Und Rankenhieb ist halt sehr effektiv gegen uns. Und der hält immer noch nicht die Backen. Ruhe jetzt. So. Oh, der hat auch noch 3. Nein, der hat auch noch 3 Stück. So. Come on, do more damage, please. Okay, okay. Ich bin immer noch der Meinung, es sollte mal so eine Wasserattacke geben, die ungefähr wie Gigasauger ist. Nur halt vom Typ Wasser. Keine Ahnung, wie sollte man die nennen? Klospülung? Spülungskasten? Ach, was weiß ich. Wasser lassen? Nein, auch nicht. Keine Ahnung. Aber das, mir ist mal aufgefallen, sowas gibt's von fast... Das gibt's von vielen Typen schon. Es gibt, Gigasauger und so ist Pflanze. Es gibt sogar vom Kampf Ableithieb. Dann gibt's Psycho, Traumfresser. Ne? Warum gibt's sowas nicht von Wasser? Keine Ahnung, gut. Gut, wir haben Weiße Eckhart besiegt. Aber Krokodok hat einigermaßen Schaden erlitten. Jetzt guck ich mal, was haben wir hier so dabei. Ja doch, wir haben Zeug zum Heilen dabei. Perfekt. Hat er noch perfekt 20 KP aufgeheilt. Dankeschön. Jetzt gibt Krokodok erstmal eine Beere. Wir haben hier einige angesammelt schon. Und nun geht es weiter im Knofensa-Turm. Aber erstmal ein Item holen. Und zwar soll das ein Gegengift sein. Nein, ein Paraheiler. Fast. Ich war fast richtig. Gut. So, und weiter geht's. Und noch ein Trainer. Wer denkt sich jetzt, was der für Pokémon hat? Komisch. Was wird der wohl haben? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Aber, naja, gut. Egal. Weiser Helmut. Helmut! Hat ein Knofensa. Level 3. Sag mal, die werden gar nicht stärker. Ich meine, ist gut für mich, aber... Naja. Doof für ihn. Und One-Hit-KO Volltreffer. So muss das sein. Genau so muss das sein. Wo habe ich eigentlich meine... Da ist meine Wasserflasche. Entschuldigt mich, wenn ich jetzt hier mitten im Video einen Schluck Wasser trinke, aber das muss jetzt sein. So. Ja, meine Stimme ist noch ein bisschen leicht kratzig und tut ein bisschen weh beim Reden. Bin erst aufgestanden. Leicht erkältet wie irgendwie in jedem Video bin ich auch. Oh Gott, ich kriege gerade Kopfschmerzen. Nee, doch nicht. Ha. Gut. Und ein wenig frustriert, denn... Ja, jetzt, das kann ich jetzt mal ein Part hier bringen. Ist ja, so können wir ein bisschen die Zeit hier überbrücken. Ich war gestern auf der Suche nach einer neuen Kamera und dachte mir so, komm, gehst mal zum Saturn und schaust mal, dass du dir eine Canon EOS 600D zulegst. Ja, ich weiß, es ist eine ziemlich kostspielige Kamera, aber ich habe ausgerechnet ungefähr, das würde mich, wenn ich Ratenzahlung mache, im Jahr... Pro 150 Euro kosten, habe ich gedacht, komm, das hast du locker drin, das ist ja kein Ding. Bezahlt halt mein Jahr so lang. Und ja, bin ich zu uns in der Stadt zum Saturn.
Und da hatten sie die Kamera schon mal nicht. Ich denke mir so, gut. Okay. Kein Ding. Kann ich hinnehmen. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren, extra einen Kumpel angerufen, ja hier, kannst du mal fahren und so. Er hat extra seinen Sprit dafür ausgegeben und dann sind wir nach Frankfurt gefahren, habe ich die Kamera gefunden, krieg von diesem Typi den Zettel, der sagt so, ja, ich hätte gerne den Ausweis, dann könnte ich ihre Adresse und sowas abschreiben. Punkt 1. Merkt euch, er hat meinen Ausweis gesehen. So. Er gibt mir also diesen Zettel von wegen Ratenzahlung, sagt, ja, gehen Sie quer darüber zum Finanzzeug und dann setzen Sie sich da hin und warten. Gut, dann habe ich erstmal eine halbe Stunde gewartet. Irgend so ein Knödel hat sich dann vorgedrängelt auch noch, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber gut, dann war ich da drinne und dann fängt diese, ich sag mal, Plauze, ja, die war plauzig, noch schnell an zu telefonieren. Ich denke mir so, gut, ich habe ja noch nicht lange genug gewartet. Und dann sagt sie, ja, ich hätte gerne ihre Bankkarte und den Personalausweis, schlägt den Personalausweis hin und sie wirft nur kurz einen Blick drauf und dann sagt sie, ja, das können wir leider nicht machen. Ich gucke sie entsetzt an und sag so, warum? Sagt sie, ja, ihr Ausweis ist abgelaufen. So, erinnert euch an Punkt 1, der Typ an dem Schalter mit den Kameras hat meinen Ausweis schon gesehen. Warum hat der mich nicht darauf hingewiesen, dann hätte ich mir diese halbe Stunde warten erspart. Ich frage sie, es geht wirklich nicht. So, nein. So, online geht es ja wahrscheinlich auch nicht. Nein, da brauchen sie auch eine gültige Ausweisnummer. Ich so, okay. Dementsprechend war ich dann angepisst, hat mein Kumpel gesagt, ja, es geht nicht. Er guckt mich an und grinst und lacht einfach nur. Ich denke so, komm, sag einfach nichts. Und ja, es war ein ziemlich frustrierender Tag. Was soll ich sagen? Ich habe dann gedacht, komm, das Wetter ist jetzt einigermaßen nochmal gut, weil es vorher kalt war. Dann dachte ich mir, komm, gehst du eine Runde Körbe werfen. Irgendwie habe ich dann sowas von keinen Bock mehr gehabt, dass ich mir gedacht habe, komm, du bleibst jetzt daheim, hockst dich an Skype und zockst eine Runde. Was sollst du, hast eh nichts anderes zu tun. Und dementsprechend habe ich dann den Tag damit verbracht, einfach nur vor mich hinzugangen. Ich habe Risen gespielt, sehr tolles Spiel, kann ich euch empfehlen. Und ja, das war eigentlich mein ganzer Tag dann schon. Da muss ich jetzt halt warten, bis ich mir meinen Ausweis am Samstag, also ich war jetzt hier am Samstag beim Bürgerbüro, habe den Ausweis beantragt. Hoffe ich mal, ich nehme den Part gerade ein bisschen vor auf. Und ja, vielleicht hole ich mir die Kamera direkt da schon. Vielleicht warte ich auch bis nächsten Monat. Ich weiß nicht. Aber naja, das ist halt ziemlich doof gewesen. Ich hätte so gerne diese Kamera gehabt. Die macht so schöne Bilder. Die kostet zwar 650 Euro, aber hey, was soll's. I'm getting money and you know it. So, jetzt sind wir hier schon bei etwas stärkeren Knopfhänders angekommen. Level 6. Die aber nach zwei Hits irgendwie down sind, obwohl der erste Hit weniger als Hälfte abzieht. Das ist auch so ein bisschen komisch. Und wir erlernen Aquaknarre, die uns leider überhaupt nichts bringt hier im Knofensaturn. Naja, soll ich sagen. Besser als nichts. Und jetzt muss ich erstmal hier die Beere wieder erneuern. Die ist im letzten Kampf nämlich aufgebraucht worden. Und Trank haben wir eben auch gefunden. Finde ich gut. So, jetzt haben wir den ersten Trainer, der mal eine Abwechslung reinbringt. Und zwar hat er nicht nur Knofenser. Er hat, glaube ich, gar kein Knopfenster. Ich weiß nicht mehr. Ich hätte mir Tempo so... Verdammt. Ah doch, er hat zwei Pokémon. Er hat ein Knopfenster. Und sofern ich mich erinnere, sollte er auch noch was anderes haben. Aber naja, gut. Erstmal hier. Wupp. Kratze und weg ist er. Oh. Nicht schlecht. Ja, Wachstum. Wachstum ist eine gute Attacke. Steigert den Spezialangriff. Und soweit ich weiß, war Rankenhieb damals noch speziell. Das war ja alles so total verwirrend. Spukball war physisch. Schlammbombe und Matschbombe irgendwie auch war physisch. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwie Aquaknarre auch physisch war. So, jetzt haben wir noch die Änderung hier. Ein Huthut. Er macht Gesichte, ja gut. Gesichte bringt hier wirklich nicht viel gegen uns. Denn Gesicht ist so eine Attacke. Mit dieser Attacke kann man halt... Wenn Normal-Pokémon... Ihr wisst ja, Normal-Pokémon kann keine Geist-Pokémon treffen. Ein Kampf-Pokémon auch nicht. Wenn man jetzt aber Gesichte oder halt Schnüffler macht... Dann kann man mit Normal- und Kampfattacken auch ein, hat's aber gewackelt. Aha, du bist ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die vorhin? Okay. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Ja, das ist schon wahr. Pokémon sind echt keine Kampfspielzeuge. Aha, er behauptet, ein Weiser zu sein. Aber er ist schwach. Das muss noch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren. Der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Und schon haut Gaston ab. Ja, ich habe mal im letzten Part auch gemerkt, dass der Name Gaston ziemlich lustig ankam. Also bei zwei Abonnenten zumindest, habe ich gemerkt, die haben gemeint, Gaston, ich lach mich weg und sowas. Das war schon ziemlich geil, aber... Ich weiß nicht, Gaston, wie letztens schon gesagt, der Name entspringt halt dem Disney-Film Die Schöne und das Biest, weil Gaston da auch dieser Fiesling war.
Und nein, nicht in die Optionen. Ich will speichern. So. Oh, ich bin schon 40 Minuten. Nicht schlecht. Ja, ich bin es endlich gewohnt, von meinen anderen Pokémon-Let's Plays sowas mit Speed zu spielen. Deswegen bin ich da meistens schon, wenn man an so einer Stelle ist, wo man eigentlich sowas, weiß ich, 40 Minuten schon spielt, aber nicht bei 20 Minuten. Deswegen ist es mal gut zu sehen hier, dass wir... Ja, ihr wisst. So, und jetzt kämpfen wir gegen den weisen... Wie heißt der nochmal? Weiser Marek, genau. Er ist der Ober... Pimpchef Mega Boss Macker in diesem Turm. Und von dem kriegen wir auch was ganz Tolles dann, aber das will ich jetzt noch nicht verraten, denn sonst würde ich ein bisschen wieder spoilern. Und das will ich ja nicht. Und Rattenhieb, ja. War schon nicht so gut getroffen zu werden, aber gut. Immerhin, immerhin. Wir haben überlebt. Das zählt. Und wir erreichen Level 14. Sehr schön. Ich würde jetzt eigentlich sagen noch zwei Level, aber das stimmt nicht. Denn Kanimani, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber Kanimani braucht in der braucht nicht bis Level 16, bis er sich entwickelt, sondern es braucht bis Level 18. Gut, das Gute daran ist, Tyrakrok entwickelt sich zu Impergator dementsprechend auch schneller. Was heißt schneller? Dementsprechend, es entwickelt sich dementsprechend schneller. Sag ich jetzt, ach egal, ich bin durcheinander. Mann, oh Mann, ich bin doch erst aufgestanden. Ja, es entwickelt sich auf Level 30 schon zu einem Impergator und ich teste jetzt einfach mal Aquaknarre, was das abzieht. Das ist schon ziemlich cool. Ich meine, dann muss man nicht so lange warten bis Level 36. Und hat schon mit Level 30 ein sehr geniales Impergator. Und Impergator ist einfach geil. Ihr müsst zugeben, dass Impergator geil ist. Los, gebt es zu. Nein, Spaß. Impergator ist schon geil. Es macht gut Damage, es ist einigermaßen schnell. Und ich hoffe, das Hudut macht jetzt nicht so viel Schaden. Es macht keinen. Es macht absolut gar nichts an Schaden. Oh, bitch, please. Ja. Das Hutut dürfte jetzt Geschichte sein und ich spuck dir nochmal ins Gesicht. So, fertig. Sehr schön. Ein Part mit dem Knofensa-Turm verbracht. Das kann sich doch sehen lassen. Das ist gut. Finde ich gut. So, ah, sehr gut. So, ein bisschen Kohle wieder nach Hause geschickt. Du und deine Pokémon, ihr dürft. Und wenn die Attacken mit keine Probleme mit dieser Attacke haben. So, nimm diese vor ihm. Sie enthält Blitz. Ja, vor allem Blitz. Im Kampf. Eher weniger zu gebrauchen, sie ist wirklich nur in Höhlen zu gebrauchen. Da fällt mir ein. Blitz, 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 Blitzmerker. Ich laufe jetzt gezielt hier, obwohl wir ein Fluchtseil bekommen, weil ich die Fluchtseil aufheben will. Blitz brauchen wir für diese eine Höhle, wo wir... War das letzte Part? Doch, wir waren im letzten Part in dieser Höhle. Da können wir gut Blitz gebrauchen. Jetzt muss ich noch ein Pokémon fangen. Ach, stimmt, hier im Fenster kommen. Ja, Pokémon habe ich schon gar nicht gesagt. In diesem Turm kommen unter anderem Radfratz und ich glaube, es ist nur nachts, aber nachts kommen dann auch noch Nebulak. Ist eine ziemlich gute Wahl, wenn man einen Gengar haben will, da man... ja, jetzt bin ich rausgekommen. Mist. Da man Nebulak jetzt schon ziemlich früh bekommt. So. Aber Nebulak spielt hier keine Rolle für mich. Ich will kein Nebulak im Team. Ich habe mir mein Team ja schon zusammengestellt. So. Jetzt gehe ich schnell Pokémon heilen und dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch schon mal hier. So. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Dankeschön, mach meine Pokémon fit und leg die Bälle auf den Tisch. Ja, es hat schon ein bisschen nach Doppeltime angehört, aber nein, ich bin kein Rapper, ich will auch keiner sein. Ich will auch keinen Rapper nachnehmen. Ich bin einfach nur ein guter Let's Player, der einfach schon schnell reden kann. So, wir beenden jetzt den Part, sonst werde ich hier ganz noch bekloppt, glaube ich. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Arena in Ansturm nehmen. Ich werde mir jetzt erstmal hier noch offscreen ein Pokémon fangen, was Blitz beherrscht. Falls ich das nicht tue, werde ich es halt irgendwann dann machen. Und werde nochmal in dieser Höhle nachgucken, ob man das Pokémon bekommt, was ich suche. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest heute am Ostermontag. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.